Fehlt nichts mehr. Aber wir müssen ganz kurz mal was trinken. Und zwar... Drink? Super. Okay, gut, da haben wir Stocker ohne Ende wieder. Ich frage mich, ob es da dann weitergeht, weil da ist ja auch noch alles voll. Ich kann es nicht sagen. Gehen wir mal zum Sleet und holen mal den Baum hier runter. Und hepp und hepp. So, da können wir mal ein bisschen draufschlagen noch. Ein Ding noch, dann haben wir ja die Barrikade fertig. Und dann brauchen wir noch... Habe ich gerade irgendwas gekillt? Ich weiß es nicht. Ein Ding noch, dann ist ja die Barrikade fertig. Und... Nicht die Barrikade, der Turm. Ich rede schon wieder Müll. Und dann brauchen wir noch... fünf, glaube ich, waren das. Ja, fünf pro Portion. So. Hopp und... Hopp. Und da sehe ich gerade ein Blümchen. Nehme ich natürlich mit. Und hopp, hopp. So, da können wir den Wagen mal ganz kurz mitschleppen hier. Flup, 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 flup. Müssen wir nicht so weit laufen. So. Der hier muss auf jeden Fall in die Richtung dann fallen, das ist wichtig. Sonst rollt er uns den Berg runter, das wäre nicht so cool. Und ich hoffe, dass eins der Dinger wenigstens liegen bleibt, damit wir das dann gleich beim nächsten Mal mitnehmen können. Und ich könnte rein theoretisch eigentlich die eine Feder, die ich gerade bekommen habe, hier nochmal dran packen. Ich hoffe ja sehr, dass das... Oh, und es geht schneller. Ich hoffe sehr, dass das gespeichert wird diesmal, weil irgendwie ist das mit diesen komischen Sicherungen, dass die Dinger dann nicht, dass die Federn und sowas nicht erhalten bleiben, ja immer noch nicht gemacht. Entweder machen sie es mit Absicht, dass man das nicht übertreiben tut, oder ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall nervig. Da sollen sie den Effekt von mir aus nicht so stark machen. Ich hatte gerade das Gefühl, dass jemand nach mir einen Stein geworfen hat. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn ich durch die Gegend laufe, kommen, fliegen dann auch immer Steine. Das ist normal. Ich finde es auch seltsam, dass er da nicht noch einen draufpackt. Eigentlich würden da noch zwei draufpassen, aber er nimmt nur sieben mit. Wahrscheinlich bricht er da Schütten auseinander. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. So, und dann gehen wir mal weiter zu unserer kleinen Festung. Da. Nehme ich später mit. Egal, nehme ich später mit. Das brauche ich nicht. Das ist mir vollkommen egal. Ja, ja, verstaufen kannst du später. Das ist jetzt wichtiger. So, klack, 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 klack. Und dann geht's hierher. So, super gemacht. Kriegst du einen Keks von mir und dann können wir jetzt hier fertig machen. Und dann kann man auch theoretisch eigentlich... Genau. So, gehen wir noch hier. Hierher. Und dann tun wir einfach das Ding von hier fertig machen. Da ist das da fertig. Und jetzt noch das letzte. Einen haben wir noch. Und dann müssen wir nur noch vier mitbringen. Ist auch nicht schlecht. Okay, dann kann man hier jetzt mal... Aber... Hä? Ihr zeigt mir nicht, ich habe zwei Stickholder gebaut. Ich hasse mich sowas von sehr. Ich hasse mich sowas. Ah, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich echt zwei Stickholder gebaut. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen... Ein Rockholder, den stelle ich dann einfach mal, damit wir es nicht verwechseln, dahin. Ach, das ist zum Kotzen. Kriegen wir ihn vielleicht fertig? Ja, das ist... Vor allem, warum fehlt da noch drei? Das Ding ist fast fertig, aber es fehlen noch drei. Es fehlen schon noch drei. So, Moment, dann tun wir mal ganz kurz unser Wasser wieder auffrischen. So, und dann muss ich mal ganz kurz gucken, ob wir jetzt... Kommt man jetzt hier schon hoch? Also rein theoretisch würde man... Man würde rein theoretisch jetzt schon hochkommen. Fährt man hier durch? Nö. Super, okay. Man würde jetzt hochkommen und hätte von hier natürlich jetzt einen super Ausblick. Kann man denn... Moment, kann man denn jetzt hier... B...
Ich weiß nicht, ob es schlau ist, ein Feuer zu machen. Man kann übrigens auch Brandpfeile schießen, habe ich gehört. Das wäre recht interessant, das herauszufinden. Ich würde mir gerne irgendwas hier hochbauen. Ich weiß nicht was, aber ich würde mir gerne was hier hochbauen. Weil ich es kann. Hier kommt wahrscheinlich eine ganze Menge dazu. Also was ich hier so sehe, was noch nicht gebaut ist. Lass dich überraschen. Basic Wall. Defensive Wall. Steht aber natürlich auch nicht da, was das überhaupt macht, ne? Ein Feuer hier hochzustellen ist zwar lustig, Problem an der Sache ist, dass ich mich kenne und wahrscheinlich, aua, und wahrscheinlich mit dem Feuer hier oben mich selbst anzünden würde. Das ist so ein bisschen das, wo ich gerade so ein bisschen Sorgen mir mache. Ach, siehst du, ich wollte was ausprobieren. Und zwar gibt es doch jetzt, ja. Es gibt doch jetzt neben den Stopp damals Base, nee, warte, das war der Basic Wall. Wo ist denn der Custom Wall? Custom Foundation, Custom Floors, Custom Walls, Custom Roof. Genau. Links. Moment. Links, okay, jetzt habe ich's. Jetzt muss das auch dahin gezogen werden. Problem ist gerade, dass ich da nicht rein darf ins Feuer. Links. Und jetzt muss das noch. Moment. Haben wir gleich. Okay. Jetzt muss das noch. Ah, das ist ja auch doof, ne? Weil. Dann kommt man ja. Es müsste rein theoretisch. Bis hierher. Ist das jetzt richtig? Ja, das sieht super aus hier. Ich bin zum Glück. Das war's. Also, das hat sich jetzt echt gelohnt. Da muss ich sagen, dass was ist das denn für ein bescheuerter Mist hier? Ach so, das geht nicht, weil der... Aha, okay. Das geht nicht, weil das Ding da in der Mitte steht. Interessant. Gut zu wissen, dann halt kein Custom Roof. Ist mir egal. Die kommen da eh nicht drüber. Die kommen da maximal durch. Und da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Sorgen drum, dass die da durchkommen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Weißt du was? Weißt du was? Wir machen jetzt mal was. Wir haben ja soweit unsere Base fertig, so ist es ja nicht. Wir sind eigentlich gut ausgerüstet und ich möchte schon seit Ewigkeiten was finden. Und zwar handelt es hierbei um diese Kassettenrekorder. Ich will endlich diese komischen Kassettenrekorder haben. Und das machen wir jetzt auch. Das ist, wir schnupsen ein Lurch. Rüsten uns mit diesem Ding aus. Wir haben eigentlich ganz gutes Zeug dabei. Und dann kann man mal gucken, ob ich vielleicht... Ein Zahn habe ich noch. Ja, packe ich mal drauf. Warum nicht? Und dann gehen wir jetzt mal los und suchen jetzt diese komischen Höhlen. Ich will nämlich unbedingt diese Kassetten haben. Und der Kassettenrekorder soll ja auf dem Boot sein, was irgendwo auf dem Meer ist. Ich glaube, ich weiß, wo das Boot ist. Ich habe es bloß noch nicht wiedergefunden. Deswegen gehen wir jetzt mal dahin. Denn wir bauen hier jedes Mal, natürlich ist ein Bau-Let's-Play, aber wir wollen natürlich auch gucken, dass wir da ein bisschen was erfunden, dass wir ein bisschen was erforschen. Kann ich denn momentan, warte mal, Energy Mix, Mad Mix, Energy Mix, sind die und die. Da fehlt mir irgendwie die lila Blume dafür, ich weiß nicht genau, wo ich die herbekomme, aber die fehlt mir. Ich gehe mal ein bisschen durch den Wald, vielleicht finde ich es ja. Oder was, das ich nicht finden will. Das könnte natürlich auch sein. Ein Stock. Lorch, also geht gut los. Ich würde mir ganz gerne
noch eine Lurchhaut machen. Moment. So. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil gerade hier ist zum Beispiel so ein toter Baum wieder. Da bin ich mir nicht sicher, ob die jetzt hier ihre Lager haben. War da nicht gerade ein Vogel? Dann halt nicht, ich sehe schon wieder einen Totem. Das war jetzt natürlich wieder das Beste. Totems sind immer gut. Da fühlt man sich gleich für sicherer. Ein paar Stöcke. Da ist einer. Okay, da war einer. Das ist natürlich super. Ich bleib mal doch lieber außerhalb des Waldes, wo ich sehe, was ich mache. Wir könnten rein theoretisch auch mal Fische ernten. Wir könnten rein theoretisch auch mal Fische ernten. Das wäre vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Aber momentan eher doch nicht. Okay. Also wenn mich nicht alles täuscht, dann müssen wir in die Richtung. Wir müssen eigentlich einmal komplett quer über die Insel, um dieses Boot zu erreichen, was ich meine. Und dann merkst du keine Ausdauer mehr, dann fängt der super an. Ich könnte mal versuchen. Hier war doch dieser Steinsee, gell? Hier war doch oben dieser See. Das habe ich mir da extra markiert, oder? War das hier? Ich glaube, es war ich. Nee. Nee, hier war nichts. Na gut, da war ja halt nichts. War egal. Hihihihi. Der andere ist davon gekommen. Sein Glück, aber die machen das ja mit gerne. Die machen das gerne, um den Let's Play zu helfen. Ach so. Fliegende Tische. Ja, super. Das ist ja interessant. Moment. Also nicht die fliegenden Tische, die so normal bei dem Spiel, aber dass hier ein Dorf ist. Medikamente finden wir hier, das ist ja geil. Das gefällt mir, nur fühle ich mich nicht ganz sicher hier in der Gegend, deswegen. Das Schönste ist, wir müssten eigentlich entweder laufen komplett um die Insel herum und wir laufen durch den Wald durch. Ich würde schon durch den Wald laufen wollen, bin mir aber nicht sicher, ob ich uns vielleicht damit das Todesurteil gebe. Was soll das denn? Ah, natürlich. Das ist vertrauenserweckend, wenn man durch den Wald läuft und das erste, was man sieht, ist eine tote Leiche. Toll! Ich freue mich, durch diesen Wald zu laufen. Toll! Ja, okay. Wollen wir mal schauen hier, ob wir da eventuell... Ich glaube auch langsam, weil erstens würde ich keine Energie verbrauchen, damit wir schnell rennen können, falls so ein Vieh kommt. Und zweitens würde ich gerne sehen, wo ich reinlaufe. Meistens ist es zu spät, wenn man die Klauen der Viecher schon im Rücken hat, dann ist meistens zu spät zu erkennen, ich bin hier falsch, deswegen... Die Geräusche sind auch so eklig einfach nur, die manchmal hinterlassen werden hier. Denke ich jedes Mal, oh mein Gott, da ist was hinter mir. Alter, der Lurch! Wie ich mich gerade verjagt habe wegen dem Scheißer. Ah, der Glück, dass er wegrennt, sonst wäre er jetzt draufgegangen. Hab ich so spastische Zuckungen, wenn mich was erschreckt, dann fliegt die Keule meistens. Demjenigen direkt vors Gesicht, da bin ich sehr zielsicher dann, das... Grobmotorische Fähigkeiten nennt sich sowas. Ich glaube, den Teil des Waldes war ich ehrlich gesagt noch nie, wenn ich... Da hinten war gerade ein Eingeborener, der ist über den Bildschirm gespackt. Deswegen, ich weiß, es kommt seltsam, aber deswegen gehe ich woanders lang. Ach, guck mal, wo ich bin. Obwohl ich mich hier gar nicht so mehr so sicher fühle, muss ich gestehen, weil... Ja, ihr wisst ja, was hier beim letzten Mal passiert ist. Aber man kann ja wenigstens mal seiner alten Behausung einen Besuch abstatten, meine ich. Hier hat man noch ein paar Dings. Stickies könnte man ja eigentlich mal mitnehmen. Ja, also hier sicher fühlen. Naja. Sicher ist was anderes. Sicher fühle ich mich woanders. Aber wir könnten ruhig theoretisch mal, da lag wieder ein Toter. Wir könnten rein theoretisch trotzdem mal vorbeischauen kurz, vielleicht haben wir noch was Interessantes, was wir hier haben, finden können, brauchen.
Lass mich rein! Okay. Medizin bei uns ist voll. Gut zu wissen, dass hier noch einer liegt. Hier gefangen haben wir nichts. Können wir ja wieder aufstellen. Die Wahrscheinlichkeit, was zu fangen, ist ja immer da. Was habe ich gegessen? Was Essbares anscheinend, zum Glück. Was? Hopp. Na komm. Das mit den Treppen ist auch echt super optimal gelöst, dass man das immer irgendwo hin muss und dann da drauf zu kommen. In der Höhle haben wir ja geguckt, da ist ja nichts mehr. Stört mich nicht wirklich. Ich würde mal gucken, ob hier vielleicht noch so ein Kochtopf ist, weil dann würde ich den mitnehmen. Die habe ich beim letzten Mal komplett übersehen, aber hier ist glaube ich gar nichts. Hier ist nämlich nicht meine Feuerstelle. Nee. Hier ist nicht meine Feuerstelle, das heißt hier ist auch kein Kochtopf. Da ist das Eingeborenen-Dorf, was irgendwie immer leer ist. Ich finde es seltsam, dass die Eingeborenen-Dörfer in dem Spiel leer sind, muss ich gestehen. Das ist jetzt nicht so... Ja, der Sinn eines Dorfes, meine ich. Also da sollten zumindest... Also es sollten Patrouillen sein, muss ich sagen. Also so Patrouillen, ne? Aber es sollte auch so sein, dass es KI gibt, die in dem Dorf sind. Und die dann, sag mal, wenn man in die Nähe kommt, dann Alarmbereitschaft schlagen oder so. Und dann vielleicht nahestehende Patrouillen sofort ins Dorf kommen und helfen. Und diese KI im Dorf dann halt, dass die sich auch nicht rausbewegt aus dem Dorf, sondern dass die nur da marschiert und einen gewissen Angriffsradius hat. Und sagen wir mal, wenn man entdeckt wird, dann gibt es einen gewissen Radius bis zu denen, die einem verfolgen. Und die außenstehenden Truppen machen dann halt weiter. Das finde ich, wäre auf jeden Fall noch ein Gimmick, was man einbauen könnte. Würde mehr Realität ins Spiel bringen. Geld. Auch Geld bringt Realität ins Spiel. Wir müssten rein theoretisch trotzdem mal in die Höhle, weil wir noch Uhren brauchen. Wir müssen wieder Uhren finden, um Bomben bauen zu können. Ich frage mich sowieso, warum der Herr eigentlich Bomben bauen kann. Also ich meine, ich finde es can't carry any more boots. Ich finde es gut, dass der das einfach dann nicht verschwinden lässt. Der trinkt das dann einfach. Ich finde es... Ach, hier war ja unser Lurchstrand, gell? Sehr lurchlos momentan, aber hier ist er normalerweise. Ich finde es strange, dass... Das da fand ich auch ganz strange mit auffloppenden Kisten, okay. Was wollte ich gerade sagen? Oh, Soda. Es gibt Soda am Strand? Es gibt also respawnende Soda, das gefällt mir ja. Ja, super. Okay. Ganz kurz mal hier die ganzen Dinge einsammeln. Ich weiß nicht, ob man die... Der Typ ist echt so hoffnungslos dämlich. Statt er die einfach liegen lässt, zündet er sie an. Nein, er zündet sie an, damit sie auch... Ja, also... Ah, warum? Na gut. Nicht jeder kann mit so viel Weisheit gesegnet sein wie wir, von daher nehme ich ihn das jetzt mal nicht übel. Und der Herr hat schon wieder echte Ausdauerprobleme, wie ich sehe. Das ist natürlich super. Kriegt man bei den Bären... Ein bisschen Ausdauer kriegt man dazu und wir kriegen bei den Bären... Die Bären sind irgendwie das Wichtigste, glaube ich, jetzt mittlerweile schon, weil die alles dazu geben. Die sind eigentlich so das Ultimatum, wenn man da viele von hat, dann ist man eigentlich gesichert. Kann ich hier... Keine Feinde? Und es wird gleich nachts. Wir wissen, was passiert, wenn wir nachts am Strand sind. Das geht immer nicht gut aus. Ich würde jetzt wirklich gerne noch schnell das Boot finden. Okay, jetzt wird wirklich nachts sitzen. Jetzt wird's kritisch mit der Zeit. Ich glaube, ich weiß, wo das Boot ist. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich war da schon ewig nicht mehr. Ewig wäre mein Fall jetzt ein Monat. Okay, es wird langsam echt dunkel.
Ich will in der Dunkelheit hier echt nicht rumrennen. Jetzt, wo die ganzen Viecher hier am Strand rumrennen, ist das mir sehr unsympathisch. Komm schon, schneller. Man merkt schon, ich bin leicht gestresst.